Was geht ab, YouTube? Mein Name ist André. Ich leite diesen Kanal hier, auf den ich euch dann auf dem Laufenden halten möchte. Unter anderem zu Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, gelegentliche Infos über Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 und Themen rund um die Xbox Series X. Wenn das genau Themen für dich sind, wenn du sagst, hey, das gefällt mir, das ist cool, da habe ich Bock drauf, dann abonniere noch gerne diesen Kanal, aktiviere die Glocke. Gebt gerne dem Video am Ende einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, je nachdem, wie deine Bewertung logischerweise ausfällt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir ab zu den Infos, denn darauf wartet ihr doch. Oder nicht? Gut, ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Zack, gehen wir dahin. Im November erscheint ja Assassin's Creed Valhalla am 17. November. Übrigens meiner Meinung nach, so einfach mal am Rande, ein sehr ungewöhnliches Datum für ein Assassin's Creed-Teil. Eigentlich auch nur ganz so ungewöhnlich, weil dort Cyberpunk 2077, nämlich weniger als 48 Stunden später erscheint, was ich dann doch schon ziemlich krass finde. Dann ist es beides krasse Open-World-Titel, die uns dort erwarten. Da könnte doch der ein oder andere ja in die Bedrohung kommen, Entscheidungen treffen zu müssen, die er vielleicht gar nicht so hätte getroffen. Sagen wir mal, er nimmt beispielsweise nur AC Valhalla und ihm geht Cyberpunk oder er wählt Cyberpunk bei dem Hype, der das Spiel im Moment generiert und ihnen geht dann Assassin's Creed Valhalla. Gut, warum entgeht ihnen Assassin's Creed Valhalla? Das ist eigentlich ziemlich simpel. In Odyssey war ja mein größter Kritikpunkt, dass ich fand, dass die Welt so ein bisschen lieblos war. Es waren stellenweise, gab es immer wieder Momente, wo ich mir gesagt habe, Ubisoft, bitte, das könnt ihr doch besser. Es waren stellenweise Gebiete, die einfach nur so lieblos dahingeklatscht wirkten. Das ist jetzt kein, das klingt härter, als es eigentlich ist, aber es wirkte eben so wie, ja, da fehlt mir so ein bisschen Kultur, mir fehlten die Details, mir fehlte so ein bisschen allgemein das Gefühl eben, dass ich Kultur spüre in den einzelnen Gebieten, wo ich sage, ja, okay, haben sie echt gut gemacht, hier ist alles sehr lebendig gehalten und so weiter, fand ich dann krass. So, das Gefühl hatte ich bei Odyssey nicht, bei Origins war es allerdings der Fall. Neben diesen Abseits der Wüste und den tollen Pyramiden hatten wir immer lebendige Welten, fand ich. Es war immer alles cool gemacht, es war viel Details, wenn man drauf geachtet hat und genau das möchte Assassin's Creed Valhalla wiederholen. Man sagte in einem Interview, nämlich der, wenn ich jetzt hier genau gucke, Director genau was, Darby McDavid möchte auf jeden Fall, dass die Vielfalt an Umgebungen, Kulturen und Wetter in Assassin's Creed Valhalla deutlich mehr bieten, als es dann in Odyssey der Fall war. Also man hat sich mehr Mühe gegeben bei einzelnen Gebieten, bei einzelnen Umgebungen, man hat mehr Liebe zum Detail gepackt, damit wir wirklich spüren können, jo, wir sind ein Wikinger, wir sind hier, das ist unsere Familie, das ist unsere Siedlung. Darum sind wir hier, darum lassen wir uns hier nieder. Gleiches gilt natürlich, wenn wir zum Plündern gehen, dann sollen wir das Gefühl haben, wirklich, das ist jetzt ein Raubzug, da wollen wir jetzt hin, wir wollen hier plündern und fertig, keine Freundschaften und so weiter bilden. Genauso gut kann es aber eben auch Gebiete und Momente geben, wo wir sagen, da sind wir jetzt nicht, um zu plündern, da sind wir jetzt nicht, um einen drauf zu machen, sondern da wollen wir jetzt gerade helfen, weil es uns vielleicht zusätzlich auch noch hilft, helfen wir dem, helfen wir uns damit vielleicht auch, um Feinde oder ähnliches von uns fernzuhalten und so weiter. Man möchte in Assassin's Creed Valhalla doch einiges ändern, als es in Odyssey der Fall war. Finde ich sehr gut, dass man sich mehr an Origins orientiert, denn Origins fand ich deutlich besser. Ja, finde ich gut. Das sollte es auch erstmal so für AC Valhalla News gewesen sein. Seid auf jeden Fall gespannt, da ändert sich ein bisschen was. Vielleicht geht es mehr nach Origins. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn den Teil habe ich sehr gerne gespielt. Würde ich sagen, zur nächsten Info. Dann habe ich eine weitere Xbox-News für euch, also Xbox Game Showcast, wissen wir ja, die startet dann am 23. Juli offiziell um 18 Uhr. Allerdings findet um 17 Uhr schon eine Pre-Show statt, das heißt im Vorfeld werden wir schon eine Stunde unterhalten. Und da findet eine Show statt, die startet oder mit dabei ist Geoff Knightley mit einer Xbox Series X Pre-Show Veranstaltung, denn auf dieser Show soll es dann bereits exklusive Enthüllungen geben, die es dann unbedingt noch nicht gegeben hat. Also erwartet aber keine Weltpremieren zu gänzlich neuen Spielen, gänzlich neuen AAA-Titeln, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort im kommenden DLCs, kommende Erweiterungen, unter anderem Sea of Thieves, dass dort kommt ja ein Sommer-Update, dass man dort auch noch weiter drauf eingeht, dann kommen noch weitere Indie-Titel-Enthüllungen. Mittlerweile, finde ich, sind die Indie-Titel schon richtig stark geworden, wenn wir dort einiges mal von der Vergangenheit hochholen, da sind echt klasse Titel gewesen. Und ich muss sagen, wir werden uns die Show auch angucken, also hier nochmal eine kleine Anmerkung. Am 23. Juli um 17 Uhr werde ich einen Livestream abhalten. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich muss vorher noch hin mit meinem Auto zur Werkstatt. Ich hoffe, die sind dann soweit fertig. Gut, aber ich habe Frühschicht, soll es eigentlich schaffen.
dass wir dort pünktlich loslegen können um 17 Uhr mit der Pre-Show. Wenn das nicht ganz so spannend sein sollte, dann werden wir uns natürlich ein bisschen mehr unterhalten. Das ist ja gar keine Frage. Und dann um 18 Uhr startet das große Event. Ich denke mal, auf das sich alle Xbox-Fans freuen. Also seid dort auch gespannt. Nur nochmal zur Info, die Pre-Show wird schon ziemlich interessant sein. Ein paar Enthüllungen wird es geben, ein paar DLC-Ankündigungen und so weiter. Seid dabei. Ab zur nächsten Info. Wollt ihr überhaupt noch eine Info haben? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, eine vertragt ihr noch. Ich mache hier immer so drei Infos. Gut, machen wir noch eine dritte Info. Dann habe ich für euch noch eine Xbox-News auf jeden Fall. Und zwar wird womöglich die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S in der All-Digital-Edition eingestellt. Dort endet die Produktion. Das, was noch Amazon, MediaMarkt und wie sie alle heißen haben, das ist höchstwahrscheinlich die letzte Lagerware. Da wird nichts mehr von produziert. Und stattdessen wird weiter die Xbox One S produziert. Also die Disc Version der Xbox One praktisch, die wird noch weiter produziert, die One S, das ist die weiße, ich weiß gar nicht, ob es die eigentlich noch in anderen Farben gibt, aber weiß ist halt so das Alltägliche, die wird noch weiterhin produziert und man bereitet sich auf die Produktion der Xbox Series X vor und dass man dort in Hardware technisch alles genau voneinander trennen kann, dementsprechend gibt es dann womöglich nur noch die Xbox One S und die Xbox Series X und höchstwahrscheinlich die Xbox Series S, die eben noch nicht vorgestellt wurde, aber was nicht ist, kann ja noch werden. In diesem Sinne sage ich vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin das Ganze angeschaut habt. Ich sage es immer wieder, es kommt auch noch ein Video oder Videos, die besser vorbereitet sind als diese kurze News, aber wir haben es jetzt 23.25 Uhr, ich bin total müde, habe dieses Video aber noch eben gemacht, um euch eben die Infos natürlich auch liefern zu können. Und werde mich dann morgen dran setzen, für euch ein etwas hochwertigeres Video zu produzieren. Ich denke mal zu Watch Dogs oder eben zu Cyberpunk. Seid dort auf jeden Fall gespannt. Sollte euch das Video dennoch gefallen haben oder es Infos dabei waren, wo ihr sagt, jo, das gefällt mir, da kriegt ihr gute einen Daumen nach oben, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Abonniert gerne diesen Kanal und ich sage ciao, bis dann, euer Zeus.